cooking up dope with a Uzi. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Top 3 nach langer Zeit und damit willkommen zur zweiten Staffel. Eigentlich sollte diese Folge schon letzte Woche kommen, aber ja, ich hab's nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Da würde ich sagen, labern wir auch nicht lange um den heißen Brei und starten direkt. Den dritten Platz belegt heute Camaro mit einem Header für Nasox. An dem Header kann ich nicht viel aussetzen. Es gibt zwei Sachen, die mich ein bisschen stören. Und zwar hauptsächlich geht es hier um die Effekte bei den Render. Zum einen finde ich den, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Effekt ist, aber das, was auf den Haaren drauf ist, ein bisschen too much gewählt. Und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen was an der Beleuchtung des Renders ändern. Beim Rücken finde ich, ist das ein bisschen too much zum Beispiel. Also das ist so ein, ja, das sind halt die zwei Sachen, die mich so am meisten stören. Ansonsten kann ich nichts groß aussetzen, Hintergrund gut und Brushes, gefällt mir alles und ist auch ein kleiner RGB-Effekt drauf, finde ich auch nice. Und ja, die CC ist auch nicht bad, hier hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber wie gesagt, ist halt Geschmackssache. Sie ist auf jeden Fall nicht schlecht und ja, da würde ich sagen, kommen wir weiter zum zweiten Platz. Und die belegt diese Woche Envar mit einem Header. An dem Header kann ich nichts weiter aussetzen. Ich finde die Effekte, den Render, finde ich alles harmoniert miteinander, ist schön eingearbeitet. Und ich kann hier an dem Header wirklich nichts aussetzen, bis auf eine Sache, und zwar den Text. Ich kann einfach nicht erkennen, was da jetzt steht. Was soll das, also ob das jetzt Yaiku oder Yaku oder Yakui oder was weiß ich heißen soll. Ich kann es einfach nicht entziffern. Ansonsten vom Text. Style ist mal was anderes. Der Textstyle ist nice, aber wie gesagt, die Font, ja, keine Ahnung. Da hätte man vielleicht was anderes machen können oder man hätte es zumindest ein bisschen trennen können, dass man es besser lesen kann, weil ich werde nicht schlau daraus, was das heißen soll. Das wäre es dann aber auch schon dazu. Mehr hätte ich da nicht zu bemängeln und da würde ich sagen, schauen wir doch mal kurz bei den Honorable Mentions vorbei. Und da haben wir als erstes die Einsendung von Blood. Er hat einen Header für sich selber eingesendet und an dem Header kann ich nicht viel aussetzen. Er ist halt ein bisschen cleaner gehalten, also nicht so mit krass vielen Effekten und so weiter. Also gerade auch was Hintergrundbearbeitung angeht, ist ganz nice. Außer vielleicht, dass in der Mitte das ein bisschen leer wirkt. Ich finde, da hätte man noch was machen können. Was mich am meisten stört, ist der Text, denn der Render zum Beispiel, die haben auch keinen Schlagschatten und dann kommt plötzlich der Text, der einen hat und ich finde, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Da hätte man vielleicht auf den Schlagschatten verzichten können. Ja, dadurch wirkt das halt ein bisschen, ich weiß nicht, dadurch harmoniert es halt nicht so. Ansonsten kann ich hier nichts groß bemängeln. Ich finde es ganz cool. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Einsendung. Und den belegt NanoArts mit einem Banner im Western. An dem Banner, naja, was soll ich sagen? Er ist halt clean gehalten und es ist auch mal kein Anime-Design, was ich auch mal sehr schätze, weil es ist einfach auch mal eine willkommene Abwechslung in Top 3. Allerdings hat es leider nicht ganz dafür gereicht, um heute in die Top 3 zu kommen. Aber ich finde den Banner wirklich ganz nice. Ist zwar was anderes. Ich würde jetzt hier auch nichts groß weiter bemängeln. Ich finde auch den RGB-Effekt nice und ja, da würde ich sagen, kommen wir zum dieswöchigen Gewinner. Und das ist Anok mit einem Header. An dem Header kann ich nichts aussetzen. Er ist einfach mega nice. Es ist auch mal eine Idee, das sieht man nicht allzu oft. Und dieser Style, ich weiß nicht, Digga, er ist einfach nice. Und die CC finde ich auch nice. Auch, dass das nur so, ich sag mal, nur so leicht farbig ist, ist auch ganz nice. Passt auch voll zu dem Header. Dass hier auch der Background mal ein bisschen blurred ist. Und ja, das finde ich halt alles einfach nice. Und ich kann einfach nichts aussetzen. Er ist einfach anders geil. Und ja, da würde ich sagen, das war's dann mit Top 3. Vielen Dank fürs Einsenden. Das Formular ist wieder offen. Ihr könnt wieder einsenden für nächste Woche. Ich versuche auch diesmal, dass es wirklich wieder nächsten Sonntag kommt. Also, dass es dann wieder wirklich wöchentlich kommt, heißt ja nicht für umsonst of the week. Und ja, da würde ich sagen, haut rein, Leute. Genießt den Sonntag und ciao.